ward gesandt von Gott in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war, einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Gegrüßet seist du, holdselige, der Herr ist mit dir, du Gebenedeite, unter den ihn aber sah, erschrak sie über seine Rede und gedachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Schwanger werden im Land.
Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schatzung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Kyrenus Landpfleger in Syrien war und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land, zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlecht Davids war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar.
Ave, Frei, Maria, Rosa.
Schon beacht, mich dünkt des hellen Schein.
lasst euch Hirten laut so leiden, liebe Schallein, betet euch allein und pfeifen. Laufen wir alle mit freudigem Schrei, da bitte er mir zum Frieden, zum Frieden bei die Stadt. Laufen die Hirten auf alle Geschenk, grüßet Maria, grüßet. Thank you.
ein Lämmlein von der Hirt. O, lass es dir sein lieb und wild. Gelobet seist du, Jesus Christ, dir ein Mut erschienen ist. Nun sieht die nicht unverbracht, die frohe Botschaft wartet nach, dass du hier kämst, sein Bruder mir, den ihr den Stab, ich kann war schon in dieser Zeit von deines Himmels Herrlichkeit erschien ein kleines, goldes Stern in Trauertrost. Des Arbes
Als Morgenland in kurzer Zeit, sie reisten 400 Meilen weit, bergauf, bergab, durch Meere und See. Gott suchten sie durch Eis und Schnee. Thank you.
Das war das Weihnachtsmysterium von Philipp Wolfrum, aufgenommen am 30. November in der Marktkirche St. Nikolai in Hameln mit Jo Anne Bitter, Sopran, Anne Schuld, Alt, Pavel Brožek, Tenor, Martin Berner und Hans-Christian Hinz, Bariton, sowie der Hamelner Kantorei an der Marktkirche und die Jugendkantorei Hameln und die Nordwestdeutsche Philharmonie. Die Leitung hatte Stefan Wanselow. Ein Konzert heute auf NDR Kultur war das eine Premiere. Bei uns im Internet können Sie das noch hören, so oft Sie wollen, die nächsten 30 Tage und auch einen Blick hinter die Kulissen werfen. Ich bin Philipp Schmid, wünsche Ihnen glückliche Weihnachten.